Der TSV 1860 München empfängt am 15. Spieltag der 3. Liga den Hallenschen FC. Was ihr über das Spiel und über die Übertragung wissen müsst, erfahrt ihr hier bei Spox. Mit einem Sieg gegen Halle könnte 1860 München in die obere Tabellenhälfte vorschieben. Bei einer Niederlage dagegen müssten die Löwen, die momentan auf Platz 10 stehen, sich in den hinteren Regionen der Tabelle einfinden. Halle könnte bei einem Sieg von Platz 5 auf 3 vorrücken. Die Begegnung zwischen 1860 und Halle wird am heutigen Samstag um 14 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße angepfiffen. 1860 München, Hall-Escher FC heute live im TV, Livestream und Live-Ticker. 1860 München gegen Halle wird sowohl im BR als auch im MDR übertragen. Beide Sender gehen kurz vor Anpfiff auf Sendung. Außerdem kann das Spiel bei Telekom Sports verfolgt werden. Der Pay-TV-Sender sicherte sich die Rechte an den Partien der 3. Liga und bietet auch einen Livestream an. Zusätzlich bietet Spox einen Live-Ticker zur Begegnung an. Die voraussichtlichen Aufstellungen bei 1860 München gegen Hall-Escher FC: 1860, Hiller, Paul, Weber, Lorenz, Steinhardt, Wein, Lacazette, Moll, Lex, Grimaldi, Kager, Halle, Eisele, Lindenhahn, Haier, Landgraf, Basshausen, Ayani, Bahn, Gutau, Jopek, Sohn, Fetsch. Die Tabelle der 3. Liga vor dem 15. Spieltag, Platz Teams. Toredifpunkt: 1. VfL Osnabrück 1420 zu 911.292, SC Preußen 06 Münster 1423 zu 158.263, SV Wien Wiesbaden 1430 zu 2.010.234, Karlsruhe SC 1417 143.234, Hall-Escher FC 143.236, FC Hansa Rostock 1420 zu 22.227, KFC Uerdingen 051416 18 bis 2228, SPVGG Unterhaching 1421 zu 156.219 1. Punkt. FC Kaiserslautern 1420 zu 1.912.010 1860 München 1422 zu 1.571.811 Würzburger Kickers 1420 zu 1.731.812 Energie Cottbus 1417 zu 20.031.813 Sportfreunde Lotte 1415 zu 17.021.714 SC Fortuna Köln 1417 zu 25.081.715 Sonnenhof Russaspach 1411 zu 1.101.616 FSV Zwickau 1417 zu 18.011.517 FC Carl Zeiss Jena 1414 zu 22.081.418 1416 zu 21.051.319 SV Meppen 1416 zu 24.081.220 Eintracht Braunschweig 1417 zu 30-139 Werbung